Hi guys, it's me, Andrea. Hallo allerseits, ich bin's, Andrea. Ich werde euch heute eine Art Journal-Seite zeigen. Und ich fange direkt an hier mit Sauerei. Ich habe die Flasche ist mir hier umgefallen. Das ist die High Flow Acrylic und die ist ja so flüssig, wenn das umfällt, dann hast du die Hälfte auf der Kraftmatte. Aber ich konnte das meiste davon retten, wie ihr seht. Das habe ich euch jetzt mal gezeigt. Das wollte ich euch nicht vorenthalten. Vor allen Dingen, weil ich jetzt natürlich den Restblock da noch benutze. Und zwar habe ich so eine Leftover, so eine übergebliebene Seite. Nee, ist gar keine Seite. Damit habe ich übrig gebliebenes Distress Oxide oder normales Distress aufgenommen. Ich weiß das jetzt gar nicht mehr so genau. Nein, das ist normales Distress. Habe ich aufgenommen. Die hatte ich hier rumliegen. Habe gesagt, die benutze ich jetzt. Und was wollte ich? Ich wollte so ein Drippage machen hier mit meinen High Flows. Das geht ganz gut, man muss trotzdem noch so ein bisschen Wasser drüber machen, sonst läuft das halt doch nicht ganz so gut. Ich habe hier so ein ganz dunkles Türkis und benutze dann noch so ein Rot. I had this page left, that was a cleanup page from Distress Inks and I'm working on it and wanted to do some drippage and as you could see I started with a huge mess. One of my bottles from the high flow bottles fell and half of it lands here on my craft mat, but I could rescue most of it, as you could see. And what was left on my craft mat, I use it here for the drippage. That is with this high flows, it works quite good, but you still need water, you know. It's not that you get a perfect drippage. So I'm spraying a bit of water on top, get rid of the mess, and then I start with the next color. I think that's magenta or something. It's not that important. It's a nice color I'm using. Again, using water. And I leave it to dry. Next day, I think I go back. Ich habe es dann zum Trocknen liegen lassen. Glaube ich, einen Tag später angefangen. Und dann kann man einfach sehen, das ist zu dunkel. Das ist jetzt nicht so geworden, wie ich mir das gedacht habe. Aber es gibt ja immer Gesso. Bin ich dann einfach schön mit einer Schicht Gesso drüber, mit meinen Fingern. Ich bevorzuge das einfach. Es macht ein wesentlich schönere, weiß ich auch nicht, Muster. Das ist mit den Pinseln, das sieht immer so mit den Pinselstrichen und ach irgendwie. Es gefällt mir wesentlich besser, wenn ich das mit den Fingern mache. I put some gesso on top, it was too dark. And when you don't like something, put gesso on top. It works great. And I use my fingers, that's what I really like. The structure you're making with your fingers is to me so much nicer than with a paintbrush. And on top of it, I work here with my crayons, the Neo Colors 2. And to blend them out, I use gesso again, because I really like to do that, because afterwards the Neo Colors are permanent, because they're water soluble, you know that. And to have them permanent, mix them with the gesso or with another medium, acrylic medium, to blend them out. With gesso, of course, everything gets a bit more pastelly. Ich habe mit den Neo Colors da oben drauf gearbeitet. Die sind ja wasserlöslich und um die permanent zu machen, benutze ich gerne Gesso. Das macht die natürlich pastellig. Wenn du das nicht willst, dann kannst du auch ein anderes Gelmedium benutzen. Das ist relativ wurscht. Dann so ein Clear Gel oder so ein Soft Gel, was immer auch. Dann verändert sich nicht die Farbe so sehr, weil mit dem weißen Gesso natürlich mixt du das ab. Ja. Und dann habe ich hier diesen Stempel, das ist sind ganz viele Sätze, aber ich lasse die immer ganz gerne hier auf dem Plastik und dann benutze ich den als Hintergrundstempel. Und das ist das nächste, was ich jetzt auf meine Seite packen werde. Das ist ein Tag, auch mit Gesso bearbeitet. I stamped that here with a stamp set. I have there different words or sentence on it, but I quite like to use it as a background stamp in that way. And I will use a tag on top. You saw me preparing it with gesso and a bit of white Posca around the stenciling and black and white splatters. And that's it for this part. So going on then, I'm working on my tag. It will be distress oxide I'm using here. That's a refill or the refiller, and I just take a
foam pad here to get it on. Was a bit lazy, yeah. I want to make something, but not that much effort, please. Ich habe hier einfach nur ein Distress Oxide Nachfüller benutzt und so ein Pad, um das auf das Gesso drauf zu packen. Einfach, weil ich zu faul war, meine anderen Sachen rauszuholen. Ja, das ist manchmal so. Was so vor deiner Nase sitzt, das benutzt du dann eher. Das hier ist Crackle Paste. Da habt ihr gesehen, habe ich mir Markierungen gemacht mit der Kreide. Warum soll ich die Paste hinter dem Tag eigentlich verschwenden? Deswegen habe ich mir die Markierungen gemacht. I made some marks with chalk. Because I didn't want to use the crackle paste behind the tag. It's, I think, wasting crackle paste. So that's why I made these marks. And next stop is my stamp, because I think that goes well with the word dye I will use later. But first, after the crackle paste had dried, I put some of this distress oxides on top. I tried to squeeze the color into the crackles, and I will remove some of it with a baby wipe. And I try again. It wasn't that visible, so I go over a tiny bit with the distress oxide again. Ich habe dann hier mit meinem Nachfüller wieder versucht, und ich habe versucht, die Farbe so mehr in diese Risse reinzuquetschen, dass die so ein bisschen mehr sichtbar werden. Dann wieder mit dem Baby Wipe drüber, und dann waren sie eigentlich wieder weg, also nochmal drüber. Aber es ist in Ordnung so. So, und jetzt gucke ich, wie ich das arrangieren möchte. Ich mache das immer erst vorher, bevor ich das klebe, packe ich mir das komplett drauf, und dann sehe ich, ob es mir gefällt oder nicht. Und dann klebe ich es fest. First I arrange everything before I glue it down to see if I like it. And of course when you glue it down, it's too late, isn't it? So, and of course I always use the paper when I die cut something. This little error is in this stem set, or die set, not stem set. And I quite like to stencil with it. Ich benutze immer, oder wenn ich ausgestanzt habe, benutze ich ganz oft das ausgestanzte Papier als Schablone. Warum nicht? Bietet sich ja geradezu an. Und bei den meisten Sachen geht es auch, manchmal geht es halt nicht. Jetzt wird erstmal alles geklebt, und habe mich dann entschieden, das doch ein bisschen andersrum zu machen, aber wurscht. Auf jeden Fall wollte ich sie dann in dieser Richtung haben, mit dem Tag in einer Richtung. Klebe also alles fest, Ausrufezeichen noch. So, at the very end, the exclamation mark. And then I've glued everything down. And I think you can now guess why I wanted to have this stamp. Because dream big, and then in which direction? And I will write some words down after I made this tiny bit of shadows here, shaded with this alcohol marker. Jetzt seht ihr auch, warum ich, oder ihr könnt euch denken, warum ich jetzt diesen Stempel benutzt habe mit dem Dream Big. Eben, da schreibe ich dann so ein paar aufmunternde Wörter rein. Deswegen fand ich die Idee ganz witzig. Ich wollte unbedingt die Stanze benutzen. Die habe ich recht neu, hatte ich noch nie benutzt. Und habe mir dann gedacht, ja, der Stempel passt ganz gut dazu. Und da gehe ich dann rein und schreibe die Wörter mit meinem Posca-Pen. Das Problem ist, ich habe mit dem Yes angefangen. Das ist ein bisschen groß. Das mache ich dann in die Mitte, und oben, das mache ich weg. Da kommt dann was Größeres rein. You can see that I put the Yes on top in this big sign, and I rub it off and put it in the smaller sign. That is much better balanced. So, just thinking, what will it be? Not sure yet. thinking. I show you my thinking process as well. Ja, mein Denkprozess werdet ihr auch noch sehen. Okay, good idea. Gute Idee. Okay. So, jetzt mache ich einfach noch ein paar andere Sachen. Ein bisschen schattieren hier. Mein Neocolor, das scribble ich hier einfach auf die Kraftmatte und nehme das dann mit dem Pinsel ein bisschen Wasser auf.
Das funktioniert ganz gut. Scribble down some of my new colors here on my craft mat and then take it up with my brush and water. That works pretty well. I really like this craft mat. I use it as my color palette. It's so fantastic. Really love it. I don't have to think about palettes and whatever anymore. It's fantastic. Best buy I've done in the last weeks. Okay. So I will, you will see, you know, I'm telling you what I want to tell you. It's my typical art journal page I'm making. It's nothing I'm planning, you know. I never, or most of the times I don't plan. Because it's something I really enjoy to do, just sitting down and start. Often I start with a leftover paper, and I really like this process. And it's all about having fun. It's all about trying stuff out. And if you don't like something, go over it and do something differently. It is a lot of layers, but I really love this process. And you will see it will change. At the moment, I think this page is a bit too busy and is not going where I want it to go, or the page tells me where it wants to go. So I'm taking some gesso and I go over the black flowers here, the stenciled flowers. Ich habe jetzt hier mich entschieden, die schwarzen Blumen mit Gesso zu übermalen. Das ist einfach so dieser Prozess, den ich habe, wenn ich eine Journal-Seite mache. Das ist nichts, was ich plane, sondern ich gehe einfach los. Ja, stellt euch vor, ihr geht spazieren, ihr habt kein Ziel, ihr geht einfach los. Und unterwegs seht ihr was Schönes und denkt, oh, dann gehe ich doch mal hier lang. Genau so mache ich das mit meinen Seiten. Das ist einfach so ein Prozess. Meine Seiten haben oft ganz, ganz viele Schichten und ich gucke immer, wo will ich hingehen oder wo die Seite, was die Seite mir sagt, wo es hin will. Und deswegen habe ich jetzt entschieden, das mit dem Gesso zu machen, dann wieder mit den Crayons, also mit meinen Neocolors hier zu arbeiten, mit meinen Fingern und Gesso das zu verblenden. Und es ist einfach ein wunderbarer Prozess. Ich liebe das sehr. Das ist, ja, du fühlst deine Medien, deswegen liebe ich so sehr, mit den Fingern zu arbeiten. Und ja, kann ich nur empfehlen. Das ist ein sehr, sehr schöner, befreiender Prozess. I really love to work with my fingers and gesso and blend it out and with the crayons. And it's such a wonderful, freeing process. You can feel, you have a direct contact to your media, you know, with your fingers. And, ach ja, I really love it. I just love it to get my fingers dirty. And can't tell you, it's like a little child playing in the sandpit with water. That's the thing I always say, because that made us happy in the childhood, didn't it? That's a bit similar to it. So last bit is stamping here with my Seth Apte stamps, and that will it be. Ich stempel hier nochmal mit meinen geliebten Seth Apte stamps, stempeln, und das wird es dann werden. Nicht mehr. Ich habe noch ein paar Punkte, die ich dann aufstempeln werde hier. Aber das war's dann schon. Dann werdet ihr schon das Close-Up sehen. The close-up is coming now, and I say thanks a lot for watching, guys. I hope you like it, and if so, why don't you leave me a thumbs up or even a comment? That would be wonderful. And if you know someone, please share it. That would be so much appreciated. Thanks again, guys. I wish you a fantastic time. Bye-bye. See you soon. Bye. So, vielen, vielen Dank fürs Schauen, und ich hoffe, ihr hattet Spaß und konntet was mitnehmen. Wenn das so ist, lasst mir doch einen Daumen hoch da. Ihr könnt das Video gerne teilen, das wäre absolut fantastisch. Und ja, ich hoffe, ich sehe euch bald wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine ganz tolle Zeit. Ich sage bis bald. Ciao, ciao.